Okay, also Teil 2. Machen wir hier weiter. Immer noch die Grundfrage, warum braucht Marketing, warum braucht Online-Marketing Psychologie? Also wir haben uns jetzt gerade dieses 360-Grad-Modell des Marketing-Management angeguckt und ich habe euch versucht, hier so die Bereiche aufzuskizzieren, wo Marketing Psychologie braucht oder wo Psychologie so wichtig wird. Also der erste Punkt, wenn wir das mit der Customer Centricity ernst nehmen, Kunde im Fokus. Kunde im Fokus. Kunde im Fokus heißt, ich muss über Motivforschung an die Wünsche und in die Bedürfnisse meiner unterschiedlichen Zielpersonen, meiner eigentlichen Bedarfsgruppe herankommen. Das haben wir jetzt besprochen. Punkt 1. Deswegen sind wir vielleicht besser als diejenigen, die sich nicht wie die Psychologen mit dem Erleben und Verhalten der Bedarfsgruppe auseinandersetzen. Und ihr werdet jetzt später sehen, wenn wir später in die Kommunikation hineinsteigen, wie wichtig auch im Online-Marketing gerade hier das Wissen um die Bedarfsgruppe sein wird. Da kommen wir dann wieder zurück. So, nächster Punkt. Warum braucht Marketing und an welchen Stellen braucht das Marketing jetzt psychologisches Wissen? Ich habe euch vorhin gesagt, in dem äußeren Kreis, den ich als Makroumwelt bezeichne oder die Amerikaner als Pestanalyse, befinden sich so wichtige Prüfpunkte wie Gesellschaft und Kultur. Und aus diesem äußeren Kreis oder in diesem äußeren Kreis, speziell bei Gesellschaft und Kultur, sind die sogenannten Megatrends verortet. Und ich würde jedem Marketer oder Marketingfrau ans Herz legen, diesen äußeren Kreis immer auf dem Radarschirm zu haben. Weil was hier passiert in dieser uns umgebenden Umwelt, diese Dinge, die hier passieren, die können wir nicht beeinflussen. Aber sie verändern alles. Und weil diese Punkte alles verändern, kommen aus diesem Umfeld praktisch für bestimmte Vorhaben, die ihr als Marketing-Experten plant, Chancen und Risiken. Also muss ich diesen Kreis, den muss ich immer auf dem Radar haben. Man muss sagen, Mensch, was kommt denn da auf uns zu? Was braut sich da an? Was staut sich da auf? Was heißt das für mein Business? Was heißt das für mein bestehendes Business? Und was heißt das für unser zukünftiges Business? Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt oder ganz, ganz kritisch momentan. Und ihr seht ja, da geht so ein Gespenst um. Alle diskutieren seit ein, zwei Jahren immer dieses Thema Disruption. Digitale Transformation, Digital Readiness, Industrie 4.0 und. Und es wird 2017 nicht aufhören und es wird 2018 und 2019 auch nicht aufhören. Und es ist mehr als ein Buzzword. Das ist die Situation, in der wir uns als Menschen und als Unternehmen befinden. Und diese Disruption verändert momentan, wenn ihr euch das anschaut in dem grauen Kreis, komplett die Märkte und verändert komplett auch die Strukturen, das Businessmodell eines Unternehmens. Und wenn ich das nicht auf dem Radar habe, dann bin ich relativ schnell weg vom Fenster und fahre die Kiste an die Wand. Nur ein Beispiel. Kennt ihr dieses Airbnb? Ja? Kennt jeder. Macht ihr das? Seid ihr junge Menschen? Seid ihr unterwegs mit Airbnb? Wer ist schon mal mit Airbnb unterwegs gewesen? Wow, fast alle. Yes. Erfahrung? Ja, durchaus positiv. Positiv. Warum hast du das gemacht? Also ich glaube, ich habe es gehört gehabt von Freunden damals. Und dann sind wir nach Mexiko auf eine Insel und da wurde es angeboten. Und ja, also es war relativ einfach, Okay. simpel, die Kontaktaufnahme und sagen wir nach der ersten positiven Erfahrung eigentlich dann durchgehen. Ja. Okay, also mehr nicht nur einmal, sondern positiv erfahren. Und wirst das öfters so machen. Und die anderen? Erfahrung? Du hast das doch gesagt, du warst. Und wo warst du? Okay. Gute Erfahrung. Wer war noch unterwegs? Wo warst du? Mhm. Okay. 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 Aber ihr seht, ja, das meine ich damit.
Es kommt einfach eine gesellschaftliche Veränderung. Und die gesellschaftliche Veränderung ist da. Das heißt, die Menschen bei diesem Airbnb, da hätten euch alle gesagt, in den Geschäftsmodellen, gerade die ganze Hotellerie, ja, diese eingefleischten Betonköpfe, die haben gesagt, das funktioniert nie. Sowas kann nicht funktionieren. Gerade in einer Zeit, schaut euch doch mal diese externen Daten an. Schaut es euch doch an, unsere Kultur, unsere Umwelt. Überall haben wir Terrorismus, überall haben wir Bombenanschläge, dann haben wir diese Islamophobie, wir haben Angst vor verhüllten Frauen und. Und jetzt wollt ihr hier daherkommen und möchtet jetzt mit Airbnb, du möchtest jetzt deine Bude zu Hause anbieten für irgendjemanden, der weiß ich, woher kommt. Und umgekehrt. Und du möchtest wirklich in dieser Angst, die wir alle gerade haben, vor allem, und wo wir immer individueller werden wollen, du willst jetzt da nach Barcelona fahren. Oder du willst jetzt nach Brasilien fahren. Jetzt komm, sei doch mal ehrlich. Das wird doch gar nicht klappen. Das wollen wir doch gar nicht. Ja, weit gefehlt. Weit gefehlt. Die Menschen machen das. Und die jungen Menschen machen das auch. Warum machen sie es? Und das muss ich mir als Psychologe überlegen. Warum machen Menschen das? Machen die Menschen das vielleicht, oder die jungen Menschen, weil sie sagen, ich will anders als Mami und Papi früher in Urlaub fahren? Und wo passt das rein? Wahrscheinlich passt es in diese Entwicklung rein. Es passt in die Entwicklung rein. Share Economy. Ja. Wenn ihr euch die Studien anschaut, junge Menschen wollen nicht mehr alles als Eigentum besitzen. Die wollen nicht mehr Eigentümer sein. Die sagen, ich will es machen. Die denken anders. Und das verändert sich in der Gesellschaft. Die Leute sagen, ich will lieber zum Tauchen fahren, als mir eine teure Tauchausrüstung kaufen und die daheim stehen zu haben. Brauche ich nicht. Ich fahre irgendwo hin, mache einen Tauchkurs und nütze das. Ich möchte mir Barcelona anschauen. Ich fahre nach Barcelona, schlafe irgendwo. Und dieses Schlafen irgendwo in der Wohnung ist wahrscheinlich noch viel interessanter als in einem Hotel. Das schaut in München aus. Das Hotel von Marriott, das sieht in München genauso aus wie das in London und in Barcelona und in wo sieht es genauso aus. Es ist ein Hotel. Es ist eine internationale Hotelkette, das schaut überall gleich aus. Aber da habe ich vielleicht die erste Mal die Chance, ich komme wirklich, oder wenn ich nach Paris fahre mit Airbnb, komme ich wirklich mal irgendwo in der Innenstadt in eine Wohnung, in ein Wohnviertel. Und ich wohne mal 4, 5 Tage wie der Franzose, in dem seinem Umfeld. Und ich sehe, wie schaut es in der Bude aus. Vielleicht ist auch ein bisschen Voyeurismus dabei, ich weiß es nicht. Aber es ist ein anderes, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es auch mal probieren. Aber ich denke, es ist ein anderes Erlebnis als in einem Hotel. Also das wäre das Wort, also dass es ums Erleben geht. Also dass die Richtung ist, zu erleben. Mhm. Du glaubst, dass das Erleben diesen Wunsch auslöst, dieses Bedürfnis, das mache ich mal. Oder das ist eigentlich der springende Punkt, wenn man jetzt tief reinschaut und diese Mexiko-Sache wieder nehme, ja. War auf Isla Mujeres, also direkt auf der Insel, da gab es ein oder zwei abgefuckte Hotels im Endeffekt. Und da war so, also war irgendwie aus Muscheln so aufgebaut, so ein Haus mit einem kleinen Pool. Also da hat so richtig in die Atmosphäre reingepasst. Mhm. Und eigentlich so richtig da wieder gespiegelt, was man eigentlich so erwartet hat und auch erleben wollte an der Stelle. Ja. Okay. Ja, ist interessant. Aber ihr seht, dass dann praktisch aus dieser veränderten Gesellschaft einfach neue Businessmodelle entstehen und entstehen können. Und die traditionelle Hotellerie hat das nicht auf dem Radar. Ja, oder jetzt schon. Aber am Anfang haben sie das nicht auf dem Radar gehabt, haben gesagt, es wird nie klappen, was soll denn das, das ist doch Blödsinn. Die Menschen ticken anders. Nein, die Menschen ticken eben nicht anders. Und das meinte ich vorher. Ich muss halt dann als Wirtschaftspsychologe mir überlegen und sagen, was sind denn für Megatrends? Was brodelt da draußen? Wie verändern sich die Menschen? Und diese Megatrends, wir werden es am Nachmittag machen, diese Megatrends, das ist doch jetzt nichts, wo ich sage, boah, das kommt morgen um die Ecke. Das weiß ich doch, das hat sich doch alles schon angekündigt. Es gibt so den Begriff, dass Megatrends Tsunamis in Zeitlupe sind. Tsunamis in Zeitlupe. Das dauert immer eine gewisse Zeit. Wir sehen es auf uns zukommen. Wir glauben aber nicht dran, sagen, ach, das wird nie was. Es wird nie was. Und dann brodelt es vielleicht in der Nische. Dann wird es ausprobiert. Und auf einmal springt die ganze Gesellschaft drauf und viele Leute machen das und es wird auf einmal zum Erfolg. Und wehe dem Unternehmen, dass das nicht auf dem Radar hat, diese Entwicklungen. Und andersrum, wenn du in ein neues Geschäft einsteigen willst oder wenn du dir selber ein Businessmodell überlegen willst, dann solltest du verdammt nochmal diese Megatrends auf dem Radar haben und sagen, was kann ich leisten, welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale hat denn unser Unternehmen? Und auf welchen Megatrend könnten wir draufspringen? Wo könnten wir Honig rausziehen? Wo können wir noch was schaffen, noch was kreieren? Oder schaut das Taxi an, Uber. Haben es auch alle gelacht und gesagt, was geht weiter, Privatpersonen in Taxi fahren, ja, so ein Blödsinn. Ja. Also in Amerika, zumindest da, wo wir unterwegs waren, ja, jetzt so New York oder Orlando letztes Jahr, also geht gar nicht mehr anders.
Ja. Also läuft nur noch Uber. Ja, also das seht, Uber hat eine ganze Branche einfach aufgemischt. Und das meine ich mit dem, du musst deine direkten und indirekten Wettbewerber, die musst du einfach auf dem Radarschirm haben und du musst schauen, aus der Gesellschaft kommend, welche Trends, welche Megatrends formieren sich da? Wo kommt dieser Tsunami in Zeitlupe daher? Welche Tsunamis gibt es denn? Dass sie mich nicht überraschen, aber dass ich eben auch etwas daraus machen kann. Und das ist die Herausforderung. Versteht ihr? Und da brauche ich einfach Psychologie. Ich muss einfach ein Gespür für die Gesellschaft haben. Ich muss einfach mal in die Gesellschaft reinschauen. Ich muss mir Studien anschauen. Ich muss mir Megatrends anschauen. Und ich muss mir überlegen, wieso entwickelt sich das denn so bei den Menschen? Wieso verändern sich junge Menschen? Warum nutzen junge Menschen eben die traditionellen Medien nicht? Wie ich euch gesagt habe, an der BAF, Bayerische Akademie für Fernsehen, machen jetzt den Zusatz Bayerische Akademie für Fernsehen und digitale Medien. Weil sie natürlich clever sind, weil sie auch erkannt haben, hoppla, die Gesellschaft hat sich verändert. Die Jugend, die danach kommt, fernseht nicht mehr. Und nicht mehr so wie ich. Ich bin ein alter Sack, aber ich fernsehe ja auch nicht mehr so. Selbst als alter Sack, ich schaue mir vielleicht noch die Nachrichten an, weil das für mich so ein, wenn ich zu Hause bin, so ein, wie so ein Ritual. Es ist ein Ritual, 7:45 gucke ich mir das an, bums. Aber ansonsten fernsehe ich ja auch schon nicht mehr so. Sondern ich nehme mir irgendwelche Filme auf und schaue, was kommt denn, und dann tue ich es aufnehmen. Und dann schaue ich sie mir irgendwann mal, gucke ich mir die Filme an, weil ich in der Werbung, obwohl ich aus der Branche komme, vorspulen kann. Und dann kann ich mir einen Film durchgehend angucken und sitze nicht bis um 23:30 in der Nacht da mit 25 Pinkelpausen. So oft kann ich gar nicht bieseln gehen, wie diese Pausen kommen. Oder ich hole mir die Filme bei Amazon mit Amazon Prime und. Jetzt bin ich aber ein alter Sack. Aber schaut mal, wenn ich meine Töchter anschaue, 19 und 25, die haben mich doch schon die ganze Zeit so, mich und meine Frau angeschaut und sagen, wieso schaut ihr eigentlich Filme an, die sie euch vorsetzen, zu bestimmten Uhrzeiten? Also, sonst machst du immer so auf cool, Maya, und da, also Papa, das passt überhaupt nicht. Sie hat recht. Sie hat recht und die Gesellschaft hat sich so verändert. Warum soll ich in allen Dingen, wo ich frei bin, warum soll ich mich jetzt dann zwingen und sagen, ach, jetzt gibt es den Film, jetzt gucke ich mir das an. Nee, ich schaue mir den an, wann ich Lust dazu habe. Und deswegen verändert sich das. Deswegen verändern sich die Medien. Deswegen verändern sich die Zugänge zu den Medien. Und das muss ich auf dem Radar haben. Und dann kommen wir hier mit den Medien und mit dieser Nutzung, da kommen wir zu dem wichtigen Punkt Customer Touchpoints. Also wenn ihr euch dieses Bild nochmal anschaut, ich habe euch diesen Marketing-Management-Prozess mal versucht in Kreisform aufzuzeichnen. Außenrum die Makroumwelt. In der Mitte der Kunde, Customer Centricity, und in dem grauen Bereich die Marketing, die strategischen Aktionen, die ein Unternehmen macht, Businessmodell, Analyse, Strategie, Ziele, Planung, Einnahmequelle, Kosten, also in dem grauen, der BWL-Bereich. Und dann habe ich es aufgeteilt in den grünen Bereich, das sind die Wertangebote. Was biete ich denn an? Welche Lösungen biete ich denn als Unternehmen an? Und nochmal, denkt an die erste Einheit, da haben wir gesagt, wichtig ist der Kunde. Der Kunde ist der Taktgeber. Was braucht der Kunde, welche Lösungen sucht er, welche Fragen will er beantwortet haben? Und jetzt kann ich in dem grünen Bereich, ich habe den genannt Wertangebot und Präsentation. Jetzt kann ich ihm ein Angebot machen, weil jetzt weiß ich, was er braucht. Jetzt kann ich ihm auch die richtigen Antworten geben auf seine Fragen. Weil jetzt kenne ich die Frauen, die Fragen, die er stellt. Jetzt weiß ich, was fragt die Frau in der Menopause. Und das kann ich jetzt in mein Wertangebot einbauen. Ich kann dann da oben sagen, welche Produkte und Dienstleistungen schaffe ich jetzt, biete ich an. Jetzt kann ich sagen, über welche Verkaufskanäle gehe ich. Gehe ich online oder gehe ich offline? Und jetzt kann ich sagen, welche Preise und welche Zahlungsarten mache ich. Und welche Services biete ich an. Und auch hier in dem grünen Bereich, jetzt werdet ihr sagen, naja, du hast doch gesagt, wo braucht man Psychologie? Ich brauche fast an allen Punkten. Die gehen ja zurück auf diese 4 Ps oder 7 Ps im Marketing. Product, Price, Promotion, Places, Programs, People und Prozesse. Also habe ich heute 7 Ps. 4 Ps kommst auch klar. Aber es sind diese 7 Ps. Und die sind praktisch in den bunten Sachen hier, in dem Grün, in dem Blau und in dem Orange verteilt. Und bei jedem dieser Punkte kann ich eben psychologische Interventionsmöglichkeiten ansetzen. Nehmt nun mal den Preis.
Ich kann den Preis psychologisch ganz anders darstellen. Da brauche ich Psychologie. Preiselastizität. Wie stelle ich Preise dar? Was kann ich zeigen? Etc. Wie kann ich ein Produkt und Preis interessant machen? Das ist Psychologie. Welche Services biete ich an? Welche Verkaufskanäle nutzen wir? Und so weiter und so weiter. Der nächste Punkt, wo er sagt, naja, wo brauche ich denn Psychologie? Der nächste Punkt ist in diesem blauen Bereich, in meiner Infrastruktur und in meiner Organisation als Unternehmen, das jetzt bestimmte Dinge anbietet. Wenn ich jetzt auf diese Digitalisierung aufspringe und wenn ich digital ready bin, damit ich in Zukunft noch mitspielen kann und damit mich eben nicht Airbnb oder Uber oder wie sie alle heißen, an die Wand fahren. Jetzt muss ich einfach digital ready sein und da muss ich vielleicht mein Businessmodell verändern. Das schaffe ich aber nur, wenn ich meine Rollen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen geklärt habe. Jetzt bin ich in dem Bereich HR. Ich kann natürlich nur bestimmte Dinge, wenn Sie alle reden von Digitalisierung 4.0. Na, mit wem mache ich das denn? Mit wem denn? Mit meinen Mitarbeitern. Jetzt kommt die große Frage. Haben meine Mitarbeiter und mein Führungspersonal die Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale, das überhaupt zu machen? Können die überhaupt auf diesem digitalen Spielfeld Fuß fassen? Können die überhaupt auf diesem digitalen Spielfeld spielen und sich bewegen? Unser Beispiel vorhin, naja, man macht der Einzelhandel, geht halt in den E-Commerce und macht auch einen Webshop. Oh. Wer macht denn den Webshop? Wer? Wer betreibt den Webshop? Wo kommen die Fotos her? Wo kommen die Texte her? Wer bewirbt den Webshop? Wer macht die Technik? Wer macht die Logistik? Die ist anders als im normalen Handel. Wer installiert den Webshop? Wer kontrolliert den Webshop? Wer bewirbt den Webshop? Wer macht das Online-Marketing, dass überhaupt irgendjemand vorbeikommt? Wer macht das? Kann ich das jetzt mit meinen bestehenden Mitarbeitern machen? Als Personaler? Muss ich sie umschulen? Schaut mal raus in den Bereich Online-Marketing. Oder schaut in den Bereich Social Media. Schaut euch mal die Stellenausschreibungen an. Meistens wissen die Firmen gar nicht, was sie da eigentlich suchen. Sie wissen nicht, der Personaler weiß gar nicht, wen brauchen wir eigentlich da? Wen brauchen wir, damit der Online-Shop läuft? Wen brauchen wir, damit wir das und das und das machen können? Welche Techniken muss der beherrschen? Welche Ausbildung braucht der? Welche Sprache muss der sprechen? Und. Welcher Typ Mensch? Und dann gehst du noch auf das Führungspersonal. Leadership. Glaubst du, dass du diese Digitalisierung, diese Digital Readiness als Unternehmen, egal aus welcher Branche, dass du das in Zukunft hinkriegst mit so uralten Betonköpfen, mit so Festungskommandanten, die nur Mauern bauen wollen und sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Das wollen wir nicht. Wir haben das immer schon so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Das bleibt so. Mit den Menschen kannst du keinen Krieg gewinnen. Zumindest nicht in der digitalen Welt. Weil die kommen noch mit Waffen daher, die sind stumpf, das ist vorbei. Das ist vorbei. Also, kennen die die Spielregeln? Kennen die Spielregeln, wie eine Suchmaschine funktioniert? Kennen die Algorithmen? Kennen die Algorithmen von Suchsystemen? Können die Social Media spielen? Und Social Media ist nicht einfach. Und schaut mal rein. Schaut doch mal nur die Studenten an, wie hier die Sachen vergeben werden. Was meine Studenten mir erzählen. Grausam. Haben sie ein Handy? Ja. Hast du ein iPhone? Hast du ein iPhone? Wie alt bist du? Bist du hübsch? Wie alt bist du? 19. Bist du 19? Oh, hübsch. 19, iPhone. Bist du im Facebook? Ja. Ah, super, dann machst du bei uns die Facebook-Abteilung. Das ist das Auswahlkriterium. Ein Handy, ein iPhone, bei Facebook sein oder bei Instagram. Naja, ich werde das schon richten. Das wirst du schon können. Ich zeige das jetzt überspitzt, ja, aber leider ist es oft so. Und dann sitzen auf einmal junge Menschen und Praktikanten und Werkstudenten, beliebt, auch ganz beliebt Werkstudenten, ewiger Werkstudent, ja, und die machen das dann. Und wir müssten mal reinschauen, in welche Positionen die alle begleiten. Das sind alles Schlüsselpositionen, wichtige Positionen. Und das Unternehmen sagt halt, ja, wir brauchen jetzt auch mal einen Social-Media-Kanal. Aber dass jeder Social-Media-Kanal gleichzeitig ein Beschwerdekanal ist, der auf einmal durchs Marketing, blopp, wenn die so ihr Silo-Denken machen und eben nicht vernetzt miteinander denken, nicht holistisch miteinander umgehen, sondern eingeigelt in ihrem Bunker drin sitzen, in ihrem Silo und dann sagt, ja, wir machen jetzt mal Social Media und jetzt macht die Marketingabteilung Social Media und schwuppdiwupp ist ein Facebook-Kanal eröffnet. Ist ja in einer Stunde erledigt, wenn überhaupt.
Und endlich der Kunde, der leidende Kunde da draußen, sagt, boah, anrufen konnte ich die nicht. Am Telefon waren sie ständig, war ständig belegt. Da hinten macht sich ein Türchen auf. Schau mal, jetzt haben sie einen Facebook-Kanal. Und voll die Bastonade, alle gehen jetzt auf diesen Facebook-Kanal, den das Marketing aber eigentlich für was ganz was anderes geplant hatte, hat sich aber nicht mit der Beschwerdeabteilung und mit dem Service-Management abgesprochen. Und der Kunde endlich sieht ein Lichtlein da hinten und sagt, oh, da kriege ich sie jetzt. Und dann laufen die Kunden auf dieses kleine Fenster zu, waff, und beschweren sich. Und dem Unternehmen haut es die Beschwerden nur noch so um die Ohren. Und dann sagen sie, ja, schaut mal, das hat es jetzt gebracht, da einen so. Haben wir immer schon gesagt, dass das alles Teufelszeug ist und dass der Social-Media-Kanal gar nichts bringt. Da, jetzt habt ihr es, jetzt haben wir zigtausende Beschwerden. So, das ist aber absehbar. Und das heißt, das muss ich halt vorher strategisch planen. Ja, bitte. Wie wirkt man was entgegen? Dass die Firmen nicht so kurzfristig handeln? Nein, Sie haben jetzt das konkrete Beispiel genannt, dass man, wenn man jetzt einfach so einen Social-Media-Kanal aufbaut, weil man das ja jetzt offensichtlich muss, und jetzt kommt aber, anstatt dass man Werbung darüber machen kann, kommen jetzt nur Beschwerden rein. Und wie kann man da entgegenwirken, dass also, man davor irgendwie eine Beschwerdestelle heim einrichtet? Genau. Also auf die Punkte werden wir ja im Laufe dann später noch drauf eingehen, aber kurz vorneweg. Das heißt, wenn ein Unternehmen, sag mal, nicht strategisch planen, sondern aus irgendeinem Grund, so wie du selber gesagt hast, weil man das halt so hat, jetzt auch irgendwo sich einreden lässt oder sich selbst einredet, ohne strategische, ganzheitliche Planung, wir machen jetzt einen Facebook-Kanal auf. So wie in dem kleinen Beispiel vielleicht die Marketing- oder die Kommunikationsabteilung. Dann war das Ziel, Kommunikation, ein bisschen Image zu machen, sich ein bisschen auszutauschen mit dem Kunden, die mal so ein bisschen reinblicken zu lassen. Der Kunde aber, und wie ich gesagt habe, sieht darin jetzt einen Kanal, eine Schleuse, seinen ganzen Frust loszuwerden. Der bessere Weg wäre gewesen, wenn sich das Unternehmen intern abteilungsübergreifend zusammengesetzt hätte und sagt, passt mir auf, wir wollen in Zukunft digitaler kommunizieren, wir glauben, dass das Sinn macht und wir überlegen, einen Social-Media-Kanal einzurichten. Und deswegen wollten wir uns jetzt mit den anderen Abteilungen absprechen. Du kommst aus dem Service. Welche Ideen aus dem Service kommend hättest? Du bist aus der Beschwerdeabteilung. Wir machen ja, weiß ich, im Haus so ein professionelles Beschwerdemanagement. Auf was müssen wir achten und wie können wir als Kommunikationsabteilung, wie regeln wir das, dass die Beschwerden, die bei uns dann auflaufen, auch wirklich zu euch kommen und ihr diese Beschwerden dann in euer traditionelles, in euer klassisches Beschwerdemanagement einfließen lässt. Was können wir machen? Also hätte man sich unterhalten müssen und hätte das organisieren müssen. Wie trennt man normale Postings von Beschwerden? Wann? Und dann hast du eben einen ganzen Rattenschwanz an holistischen Sachen. Was darf rechtlich gesagt werden? Ist es geregelt, was du da drin sagst in dem Kanal? Was darfst du sagen? Ist es geregelt, wie schnell reagiert wird? Liebe Beschwerdeabteilung, okay, das, was du gesagt hast, ist richtig, aber wie können wir das machen? Wie schnell antwortet die dann normal, wenn sich jemand bei uns im Hause beschwert? Dann sagst du, ja, so und so lang. Und dann sagst du da hinten, ja, aber im Social Media geht das ratzfatz. Der postet das rein und er sagt, dass wir alle Idioten sind und dass die Produkte total beschissen sind. Da kann ich jetzt nicht den normalen Weg gehen und nicht die normale Zeit. Wie können wir blitzschnell reagieren? Was darf ich sagen? Wer übernimmt das? So, da muss man sich abstimmen. Und wenn das Kind schon mal im Brunnen gefallen ist, dann muss man halt schnellstmöglich die Leute, die sonst das Beschwerdemanagement gemacht haben, da zusammenbringen mit denjenigen, die den Kanal eröffnet haben und sich eine Strategie überlegen, wie man kanalisiert und wie man das hintut. Mein Tipp wäre, ich glaube, es ist immer besser, wenn man bei größeren Firmen, wenn die Leute, die das Beschwerdemanagement schon sehr professionell machen und deeskalieren können und mit den Leuten auch am Telefon gut umgehen können, ich glaube, dass man diese Menschen psychologisch besser für Social Media vorbereiten kann, als irgendeinen ganz, ganz Jungen, der zwar Social Media beherrscht, aber das Beschwerdemanagement noch nie vollzogen hat. Du willst, hast du das damit beantwortet, oder? Ja, bitte. Also ich wollte auch sagen, dass man, wenn man ja auf Facebook oder anderen Kanälen unterwegs ist, wenn man da präsent ist, dann kann man ja nicht einfach aus einer Facebook
Facebook-Post ein persönliches Telefonat machen. Also man muss ja schon auf den Kanälen, wo man präsent ist, muss man ja auch interagieren. Man kann das ja nicht ausblenden oder sagen, okay, wenn jemand sich beschwert, dann muss er sich über unsere Seite melden. Ansonsten gehen wir da nicht drauf ein. Oder also ich glaube, man muss gerade auf den Social-Media-Kanälen sehr fix sein und einfach ja, die Leute direkt darauf ansprechen. Also wenn man sich auch gerade anschaut, wie Facebook das selber regelt, die sitzen da ja auch, bestimmt auch große Abteilungen, aber die antworten eigentlich direkt und sehr persönlich auf die Nachrichten. Also meistens wird auch der volle Name der Person, die dann nochmal, also die schreiben zwar über den Facebook-Account, aber schreiben dann nochmal genau drauf, ich bin jetzt Bettina XY und von Facebook, vielen tut uns leid wegen der Beschwerde, wir kümmern uns drum. Also da gibt es halt eine direkte Nachricht eigentlich, also viel persönlicher, also gar nicht, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man redet jetzt mit einer Abteilung oder mit einem Bot oder irgendwie sowas. Und das ist, denke ich mal, die einzige Möglichkeit, das zu, das zu deeskalieren und halt natürlich der Versuch, das immer irgendwie auf eine private Ebene zu ziehen, weil wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt, also ich sag mal auch ein gutes Beschwerdemanagement ist auch eine Werbung. Klar. Wenn man jetzt, wenn die Leute sehen, okay, da sind hinter der Facebook-Seite, da ist nicht nur ein Mensch, sondern das ist eine ganze Firma, die sich da um die Kunden kümmert und um die Bedürfnisse und auch um die Probleme, dann ist das, denke ich mal, genauso gute Werbung und man muss da einfach direkt sein und auch ein bisschen persönlich und man darf, denke ich, auch Fehler machen, also man muss da auch gar nicht so, ich glaube, gerade weil es so schnelllebig ist und weil auch alle das von Foren kennen, glaube ich schon, gerade die Jüngeren, glaube ich, auch so Verständnis für haben, muss man, glaube ich, ein bisschen diese Sicherheit aufgeben für Schnelligkeit, Reaktionsfreudigkeit, um halt echt zu wirken, um auch auf die Probleme tatsächlich einzugehen, um nicht nur einfach ein Management-System aufrechtzuerhalten, richtig, sondern halt um die Probleme tatsächlich anzugehen. Richtig, genau. Und ja, die werden immer kommen und so größer die Firma ist, desto mehr kommen sie und so, ja, so interessanter das Produkt ist oder desto komplizierter das Produkt ist, desto mehr Probleme werden auch auftreten. Man kann nicht alles machen, aber man sagt, was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist das unbeantwortet zu lassen. Ist richtig, weil das genau. Ist, also wenn man nämlich diesen Kanal bietet und den dann aber nicht bespielt oder den halt versucht woanders auszutragen, am Ende bestimmt ja der Kunde, wo er sich dann drauf meldet und man kann den zweimal anbieten, das auf eine private Nachricht oder eine Telefonnummer anzubieten oder zu sagen, melde dich hier bei unserem Abteilungsleiter XY, der regelt das für dich. Aber ich glaube, wenn man da nicht antwortet, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was ich da nicht erhofft habe. Ja, du hast dann da wirklich die Büchse der Pandora aufgemacht. Und da bin ich vollkommen bei dir und das meine ich ja, dass ich ihm sage, okay, ich brauche jetzt, die Frage war ja, wo brauche ich dann im Marketing, Klammer auf, im Online-Marketing auch psychologisches Know-how? Ja, wo ist da der Berechtigungsgrund, dass man sagt, da könnte ich jetzt jemanden, der Psychologie studiert hat oder Wirtschaftspsychologie einsetzen? Und das habe ich eben gemeint, gerade bei dem Punkt Leadership, Personal und Kommunikation. Und wenn ich, wie du sagst, so einen Kanal dann aufmache, einen Facebook-Kanal oder einen Social-Media-Kanal und die Leute sich beschweren, dann sollte ich halt wirklich vorher strategisch überlegt haben, hey Kinder, wer antwortet denn von uns? Und dann muss ich auch wirklich geregelt haben, was darfst du denn da alles sagen und wie weit darfst du gehen und was darfst du versprechen oder nicht versprechen und wie schnell? Und wie du sagst, die Schnellen und die Toten, das ist vollkommen, ich glaube, hier bin ich 100% bei dir, wenn ich das eine Frage von einem Menschen, der total aufgewühlt ist, und er ist ja dann aufgewühlt, so schreibt, würde er da nicht reinschreiben, der ist, wie soll ich sagen, da brauche ich eben ein psychologisches Verständnis, um zu deeskalieren, zu sagen, okay, ja, ich hole dich runter, wir kümmern uns drum, das war unsere Schuld und ich werde mich auch gleich hier melden und wenn es irgendwie dann wirklich sensibel wird, da muss ich ihm halt anbieten, dass er irgendwie rausgeht. Aber ich muss ihn beachten, schon für diejenigen, die das mitlesen. Ja, die sagen, schau mal, die kümmern sich drum, die gestehen einen Fehler auch ein. Und was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, ist, dass ich authentisch bin. Ja, ich muss authentisch sein. Also ich muss sofort beantworten und ich muss authentisch sein und muss sagen, ich kann nicht gleich die Lösung liefern, weil ich vielleicht in dem Moment gar nicht die Kompetenz dazu habe. Aber ich muss reagieren. Ich muss sagen, hallo, ich habe dich ernst genommen, ich habe dich gesehen, wir haben deine Beschwerde registriert, die ist auch wahrscheinlich berechtigt, ich werde mich sofort darum kümmern. Und dann muss ich zu dem Fall auch wieder zurückkommen. Aber letztendlich, wenn es eine große Firma ist, brauche ich Prozesse dahinter, dass eben nicht er dann mir verloren geht und weg ist. Ja? Und das, glaube ich, ist eben bei diesen ganzen Systemen, die eigentlich einfach sind zu installieren,
ist immer das große, wer macht es dann letztendlich im Unternehmen, wen stelle ich ein? Und schaut mal rein in die Firmen, wo er selber unterwegs seid und wo er selber arbeitet. Da sind viele junge Menschen, die das alles machen könnten und auch gut machen könnten, aber die Firmen knausern immer noch rum. Ja, die knausern rum, halten diese Abteilungen extrem klein und verstehen gar nicht, was diese Abteilungen für eine Wucht haben. Das hast du vorhin schon gesagt, es ist ja jetzt nicht nur das reine Beschwerdemanagement. Es ist ja gleichzeitig Service. Und gleichzeitig, wenn so und so viele Menschen das mitlesen, selbst wenn der Anorak kaputt war und der Reißverschluss irgendwo das Futter gefressen hat, es kann ja mal passieren, aber wenn die dann sehen, schau mal, wie schnell die und wie gut die mit so einem Problem umgehen, dann ist doch die psychologische Wirkung, dass ich Misstrauen abbaue, Vertrauen dieser Firma gegenüber aufbaue, weil ich es ständig miterlebe und sage, schau mal, die kümmern sich wirklich drum, die geben sich Mühe, shit happens, okay, es kann jedem passieren, aber sie kümmern sich drum. Also fühle ich mich doch da hingezogen zu dieser Firma, also habe ich nicht nur Kundenbindung, sondern ich setze schon wieder die erste Duftnote, vielleicht für eine Empfehlung oder für einen Wiederkauf. Aber wie gesagt, ich müsste das eben einplanen. Und deswegen, da glaube ich, braucht man wirklich psychologisches Know-how, dass man eben die Leute sagt, schaut mal, wir müssen die Leute, man hat früher extrem viel Geld ausgegeben für Leute am Telefon. Das ganze Telefonmarketing. Da wurde Geld, heute noch, inbound, outbound, wurde da Geld investiert. Das glaubt ihr gar nicht. Und da wird auf einmal komischerweise, obwohl das eine viel größere Wucht hat und eine viel höhere Reichweite und eine viel höhere Sprengkraft, da sind dann eure Firmen oder die Firmen, mit denen wir es zu tun haben, immer alle sehr, sehr zurückhaltend und sagen, naja, Sparhans. Und deswegen glaube ich eben gerade, wenn man sagt, wo ist dann in diesem Marketingmanagement Psychologie notwendig, dann sind es eben diese Sachen wie bei den Rollen und Verantwortlichkeiten, bei dem Führungspersonal. Wen setze ich denn da hin? In einer Welt, die offen ist, in einer Welt, wo ich den Kunden wirklich in die Mitte stelle, wo ich Collaboration mache, wo ich zusammenarbeite mit dem Kunden, in einer Welt, die dieses Share Economy akzeptiert, da brauche ich auch anderes Führungspersonal. Und wenn die Welt immer digitaler wird, dann brauche ich Leute oder im Bereich des HR, die damit umgehen können, die damit zufrieden sind und sagen, ich will nicht dein Gesicht von 7 Uhr bis 18 Uhr sehen und die Stempeluhr, sondern wenn du sagst, pass mir auf, ich arbeite momentan in dem Büro und ich bin außerhalb oder ich mache Homeoffice, dann muss eigentlich das zählen, was du als Ergebnis lieferst und nicht, ob du die Zeit von 9 bis 18 Uhr irgendwo absitzt. Aber das, verstehst du, das braucht andere Menschen, das braucht andere Ausbildungen, das braucht andere Paradigmen in den Firmen. Und ich glaube, die Firmen sind noch nicht so weit. Ich glaube auch, dass unsere Ausbildungsstätten, die Hochschulen und Universitäten nicht so weit sind. Und das Problem der Digitalisierung und dieses Thema Digital Readiness, das Problem ist doch, dass das viel zu schnell gekommen ist. Versteht ihr? Mit allen anderen ist immer schon ein Wandel und ein Change da. Immer schon. Nur das Problem, das wir heute alle haben, ist, dass es so Schlag auf Schlag kommt und dass es immer schneller wird. Und es wird nicht langsam, es wird immer schneller, schneller, schneller. Und wir haben immer größere Probleme, gerade im Bereich des Marketing und in der strategischen Führung, da nicht den Anschluss zu verlieren. Also lassen wir nochmal kurz diesen blauen Bereich, und dann machen wir eine Kaffeepause, diesen blauen Bereich abschließen. Also Psychologie brauche ich auch, wenn es um die Partner geht, wenn es um das Networking geht, um die Collaboration. Und natürlich brauche ich dann eben auch vielleicht einen kleinen Tupfen Psychologie, wenn es um die ganzen Prozesse und um die Techniken geht, die diese Organisation nachher einsetzt. Weil ich brauche Menschen, die das bedienen können. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, SAP stellt jetzt um, SAP wird eine neue Oberfläche kriegen, ist weit im Voraus angesagt, es wird noch 4-5 Jahre dauern. Jetzt brodeln sie alle schon und die Menschen sind gar nicht so, die in den Firmen sind, die sind gar nicht so innovationsfreudig. Ja, selbst Verbesserungen, oh Gott, da müssen wir wieder was lernen, eine andere Oberfläche, gut, die war nicht so toll und das Frontend war auch wirklich scheiße, aber ich kann das jetzt, kann ich im Schlaf. Und jetzt soll ich mich umstellen auf eine neue Oberfläche, auf ein neues Bild, auf ein neues Ding. Und schaut mal, wie Studenten oder Schüler teilweise irgendwo was eingeben müssen. Ob das eine Webseite ist bei Typo 3, ob das was weiß ich wo ist, in irgendwelche Systeme. Und die Leute wissen gar nicht, was sie da eigentlich machen und was da passiert und wie sie angelernt werden. Ich habe mir reingeschaut bei einem, die hatten auf einer Webseite, und hat eine Studentin es mir gezeigt, das war eine Typo 3 Seite, da haben die gehabt, auf einer Seite, auf einer URL, 77 H1, also Headline 1, zeige ich euch noch, sollte man eigentlich nur eine haben. Und das hat aber denen niemand erzählt. Und dann haben die ein halbes Jahr lang
haben die bei der Eingabe in den Typo 3, haben die das gesehen, dass man, wenn ich da oben drauf drücke auf H1 oder wenn ich das, was da eingestellt ist, dann wird das fetter. Also haben sie gemeint, das ist wie bei Word bold. Und haben dann eine Vielzahl an, ein halbes Jahr lang, Tausende von H1 produziert, die dann mühsam wieder einer rausklicken musste, weil er gar nicht verstanden hat, was H1 eigentlich dann bedeutet. Und er hat gemeint, H1 ist bold. Du wolltest was sagen? Entschuldigung, hab ich nein? Alles gut, ich habe noch heute in der S-Bahn jemanden mitbekommen, der eben über das SAP geschimpft hat. Jetzt muss er das wieder ändern. Ja, ja. Genau. Das war noch weit weg. Es ist, glaube ich, noch 6, 7 Jahre ist es weg. Aber das, und das habe ich, versteht ihr, das meine ich, das ist für mich Psychologie. Das heißt, wenn jetzt dieses Unternehmen, das zum Beispiel eine SAP-Schulung macht und sagt, wir sind ein Dienstleister und wir verkaufen SAP-Schulung, dann ist es ja schlecht, wenn die irgendwo anrufen oder wenn die sich irgendwo um einen potenziellen Kunden kümmern und wenn die sagen, hey, schau mal, brauchst du eine SAP-Schulung? Dann wird derjenige sagen, nein, wir haben SAP und wir brauchen keine SAP-Schulung und wird einhängen. Und das habe ich vorher gemeint, was der Karl Gratz mit Ereignis meint. Und ein Ereignis, das jetzt den Dialog zur Zielgruppe eröffnet, ist jetzt schon, dass ich weiß, aha, in 5, 6 Jahren stellt SAP komplett um. Und das ist das Ereignis. Und dieses Ereignis schickt schon seine Vorboten in die Firmen. Und jetzt sitzt Trude Wuchtig, sitzt an ihrem Arbeitsplatz. Jetzt hat sie endlich gelernt, wie sie dieses Frontend von SAP bedient. Sie kann's. Sie geht in der Früh hin, macht es, es sieht scheiße aus, aber sie kann's. Sie hat keine Bauchschmerzen. Und sie weiß, wie lange sie gebraucht hat, bis sie das kapiert hat. Und jetzt hört sie auf einmal, SAP stellt um, alles neu, neues Frontend, komplett neue Software. Das ist ja wurscht. Die sagt nicht, das ist ein neuer Prozess, der unser Unternehmen dann noch besser, noch effektiver, noch effizienter macht. Das Ereignis für sie ist, sie denkt, und ihr Problem, das sie hat, ist, ach du Scheiße, da muss ich das ja wieder lernen. Ich weiß doch, wie lange das gedauert hat und ich weiß ja, wie lange ich gebraucht habe. So ganz komme ich ja damit eh nicht zurecht. Und jetzt habe ich mir das noch zurechtgelegt, jetzt habe ich mir noch überall den Tesafilm hingeklebt, wo ich da was eingeben muss. Und jetzt kommt was ganz was Neues. Jetzt hat die Angst, die schlaft nicht mehr. Dann hat sie noch Angst um ihren Job, sagt sie, jetzt bin ich aber schon kurz vor 50 oder jetzt bin ich 44, 5, bis das kommt, dann bin ich 7, 48, oh Gott, dann bin ich schon 48 und lerne ich das noch, kann ich das noch und dann schmeißt mich der Chef raus, der hat eh gesagt, ich muss mich ein bisschen am Riemen reißen, weil ich so langsam bin, oh Gott, ein neues SAP kommt. Das ist der Leidensdruck, das ist das, was die Frau erleidet. Und da muss ich sie jetzt abholen, da muss ich sie abholen und der ist es wurscht, ob dieses SAP effizienter ist. Und die Ansprache ist dann nicht, liebe Frau Müller, wollen Sie bei uns den neuen SAP-Kurs besuchen? Wir schulen Sie, damit Sie das Programm für Ihr Unternehmen noch effizienter bedienen können. Das ist nicht die Ansprache. Sondern die Ansprache, die jährliche ist, Trude Wuchtig, ich weiß, du hast Schiss. Und du hast Schiss an deinem Arbeitsplatz und da geht der Arsch auf Grundeis wegen dieser scheiß neuen Software. Aber so schlimm ist die neue Software gar nicht. Komm, wir machen ein paar Kurse und ich zeige dir, wie das geht und du checkst es. Und dein Arbeitsplatz ist sicher, so schlimm ist es nicht. So, und dann habe ich sie. Und dann habe ich das große Ja von ihr. Und das meine ich mit Psychologie, reinzudenken in die Menschen, wo drückt wirklich der Schuh? Wo ist der Kittelbrennfaktor? Wo leiden sie? Wo wollen sie was haben? Wo und wie kriege ich das haben wollen? Und deswegen glaube ich, ist Marketing der Zukunft einfach extrem auf den Menschen und kein Lippenbekenntnis mehr wie vor 20 Jahren schon oder 30, sondern wenn ich wirklich mich auf den Kunden, auf den Menschen konzentriere, und dann habe ich als Psychologe hier einen gewaltigen Vorteil vor irgendeinem Erbsenzähler, der immer noch produktorientiert denkt und unterwegs ist. Alright, jetzt machen wir eine kleine Kaffeepause und dann machen wir noch den dritten Punkt und dann haben wir dieses Thema, glaube ich, dann abgefrühstückt und gehen dann noch drauf ein. Danke.